Hallo und willkommen zurück beim Motorsportmanager. Wir sind in Saison 2, wir stehen vor dem 9. Rennen und werden mal ein paar Tage in die Zukunft springen. So, unser Wagen. Teileverbesserung hatten wir ja das letzte Mal das Getriebe, genau das Getriebe auf Leistung gebracht und werden jetzt noch die Aufhängung auf maximal bringen. Das dauert 3 Tage. Einheitliche Aufhängungen. Ich glaube, das war eine Abstimmung, die kommen wird. Mal sehen. So, jetzt ist die Frage, einheitlich oder nicht einheitlich? Ich werde mal dafür stimmen. Denn dann hätten wir wieder ein Teil weniger, was wir bauen oder erforschen müssten. Können uns auf die anderen Teile konzentrieren und vielleicht ein bisschen Geld sparen. Okay, angenommen. Nächste Saison wird es einheitliche Aufhängungen geben. 3 Sponsoren. Schauen wir mal, zweiter oder besser. Das sagt uns alles nichts zu. Kann weg. Was gibt es hier? So, feste Zahlung pro Rennen. Das macht ein 10 Rennen 4 Millionen. Ich denke mal, das ist 400.000. Das nehme ich mal an. So, wir sind bereits beim vorletzten Rennen und haben jetzt schon nichts mehr zu tun. Das ist schlecht. Können wir nur noch die Teile sind jetzt auf maximal. Jetzt können wir die bloß noch auf 100% bringen. 3 Tage vorm Rennen. 4 Tage nach Rennen, okay. Dann geht es gleich jetzt weiter zum Rennen. Ich möchte jetzt ein paar Millionen zusammensparen. Ja, wird ja nicht mehr viel werden. Sind bloß noch 2 Rennen. Und dann in meinem Hauptquartier ein Gebäude weiterbauen. Was heißt weiterbauen? Überhaupt bauen. So, 8 oder besser. Würde 500.000 geben. Das sieht gut aus. Wir schauen nochmal, ob alles perfekt eingebaut ist. Ja, sieht alles sehr gut aus. Dann geht es mal weiter. Jetzt kommt das Training. Das mache ich fix. Und wir sehen uns aber erst beim Rennen wieder. Bis gleich. Und zurück beim Rennen. Das Training verlief mehr oder weniger erfolgreich. Wir werden es gleich sehen. So, wir sind auf weichen Reifen gefahren. Ich nutze wieder den Reifen weich. 10% mehr Leistung. Und hier den Boxenstopp-Kuro-Reifenwechsel. Und hier dasselbe weich und den Boxenstopp-Guru nachtanken.
So, Santa Anna konnte ihre Runde jetzt nicht mehr fertig fahren. Die hatte ich jetzt nochmal nachgestellt, sehen wir nicht. Dann bleibt das mal so. Reifen auf weich ist okay. Und zum Rennen. Na, mal schauen, was Santa Anna diesmal macht. Normal fällt sie immer zurück in den ersten 3-4 Runden und dann holt sie mit Krawall auf. Hong Liao eigentlich umgedreht, fährt an die Führung und fällt dann wieder zurück. Und wie erwartet, Santa Anna auf dem letzten Platz. Dritte Runde. Jetzt wird Santa Anna bald wieder angreifen. Ah, das sieht gar nicht gut aus. Wir kommen einfach nicht vor. 18. 19. So, Santa Anna, jetzt legt sie los, aber jetzt muss sie erstmal in die Box. Da gibt es ein paar neue Reifen, einen vollen Tank und einen schnellen Boxenstopp. 7 Sekunden, das ist akzeptabel. So, beides gut gelaufen. Santa Anna kann hier Vollgas geben, hat freie Bahn. So, er muss jetzt in die Box. Den Tank voll und schnell, 7 Sekunden. Perfekt. Ich weiß ja nicht, ich wollte gerade sagen, was die anderen für Tanks haben, aber wir müssen jetzt rein. So, wo bleibt Santa Anna? Könnte, naja, dort eingereiht, wo sie vorher war. Das läuft irgendwie gar nicht gut. Weder ist der oder das Fahrzeug nicht richtig eingestellt. Keine
keine Chance, nach vorn zu fahren. Siebzehnter und Neunzehnter. Naja, wir bleiben aber in der kleinen Gruppe hier. Aber das Problem ist, was ich noch sehe, die haben alle hier normale Reifen drauf, wir haben weiche Reifen, wir müssen viel eher in die Box fahren. Sozusagen in der nächsten Runde. Das Wetter bleibt, wie es ist. Oh, das sah jetzt gut aus. Jetzt gibt sie Gas, wo sie in die Box muss. Und der gute Hong ebenfalls in die Box. Oha, weit abgeschlagen, 19. und 20. Platz. Noch 4-5 Runden, das heißt, wir fahren jetzt nicht mehr in die Box. Die Strategie etwas reduzieren. Schade, schade. Ich hätte so gern hier unsere Siegerprämie, Sponsorenprämie mitgenommen. So, die Boxenstopps müssten alle durch sein. Ja, 16er. Ich denke, es wird dabei bleiben. Santa Anna könnte noch ein, zwei Plätze gut machen. Was hat er denn? Die Bremsen. Ganz schön Verschleiß. Wahnsinn. So, wir haben gesehen, so im Augenwinkel, der 17. hatte Probleme. Komm, Santana, du greifst nochmal ordentlich an.
das schlecht. Aber ihr habt gesehen, das Fahrzeug war auf Maximalwerte. Wir hatten kein Geld mehr, um noch weiter zu entwickeln. Hätten zwar ins Minus gekonnt, aber das bringt's nicht. Wir hatten uns jetzt noch über die Saison schleppen und dann nächste Saison neu durchstarten. Ach ja, hat eine Strafe bekommen. Wir sind auf dem 15. gerutscht. 6 Punkte. Hier sind wir noch auf der 5. Das ist okay. Ja, und das war es eigentlich auch schon wieder für heute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge im letzten Rennen der zweiten Saison wieder. Bis dahin.